Die Ausstellung ist zweigeteilt. Und zwar ganz deutlich, schon durch zwei Farben gekennzeichnet. Es gibt einen bösen Teil, das ist der orange Teil. Es gibt einen guten, der ist anthrazitgrau. Der Besucher beginnt in seiner eigenen Gegenwart und läuft in die Zeit zurück. Er begegnet den verschiedenen Klassizismen in der europäischen Kunstgeschichte. Das heißt, der Besucher wird daran erinnert, dass seine eigene Vergangenheit, sei das das 20. Jahrhundert, sei das das 19. Jahrhundert, sei das die Renaissance oder das Mittelalter, immer wieder sich an der Antike, an der griechischen Antike orientiert hat. Dann endlich kehrt er ein in eine Art Paradies, in den guten Teil der Ausstellung. Dort findet er ganz großartige, das ist eine Sensation, originale Werke der griechischen Klassik, vor allem Bronzeskulptur, aber auch dem einzigartigen Phänomen der griechischen Malerei. Der Besucher wird, wenn er diese Ausstellung durchlaufen hat, überrascht sein und verwirrt sein, weil sein Klassikbild umgestülpt wird. Er begegnet nicht normierten, idealen, pathetischen Formen der Schönheit, der Sublimation, der Überhöhung. Nein, er begegnet einer Klassik, die mit aller Deutlichkeit vom Leben selbst berichtet, von den Lichtseiten, von den Schattenseiten. Es ist eine Kunst, die uns auch überraschend realistisch erscheint. Wir haben ganz wunderbare antike Bronzen jetzt hier in der Ausstellung, aber diese Oberfläche der antiken Bronzen ist über 200.000 Jahre gealtert. Andererseits wissen wir aber, dass man für die griechische Bronze mit farbigen Metallen gearbeitet hat, mit farbigen Materialien. Wir haben uns auf ein Experiment eingelassen. Wir rekonstruieren den Kopf des Kriegers Riace A. Eine hochkomplexe Bronzefigur mit unendlich vielen Hinweisen zu ihrer ursprünglichen Farbigkeit. Und versuchen jetzt, uns dieser Frage anzunähern. Wie sah tatsächlich ein solcher Kopf aus? Wie lebendig sah er auch aus in dem Moment, wo er frisch die Werkstatt in der Antike verlassen hat? Eine Rekonstruktion dieser Art ist komplex. Das sind sehr viele verschiedene Schritte. Wir haben den Kopf von Riace A gescannt. Die elektronischen Daten haben wir dann umgewandelt in eine Gussform, das heißt eine Wachsform, und haben dann an der Wachsform Partien ergänzt, die einfach verloren gegangen sind. Und aus dieser Wachsform ist ein Nachguss entstanden. Form hat sich als perfekt erwiesen, denn Nachguss von Riace A bildet Riace das Original bis ins Detail fehlerfrei ab. Jetzt gilt es im nächsten Schritt, die verschiedenen Elemente, die einzeln gegossen wurden, wieder zusammenzuführen. Eine antike Bronze ist ein Objekt, das dann nach dem Guss ziseliert wurde, unterschiedliche Oberflächencharakteristiken erhalten hat und dann eine unterschiedliche Farbigkeit. Und dann als ein womöglich letzter Schritt dann das Einfügen der zusätzlichen andersfarbigen Materialien. Das heißt, die Augen sind mit Glas, mit Stein, mit glanzvollen Materialien eingesetzt gewesen, um den natürlichen Blick zu imitieren. Lippen waren in Kupfer gearbeitet, Zähne in Silber etc. pp.
gerade im Bereich der Antike sind Leihgaben natürlich etwas extrem Schwieriges zu realisieren, zu bekommen. Und gerade bei dieser Ausstellung haben uns sowohl die italienischen Kollegen als auch die Kollegen aus Europa und Übersee uns mit großartigen Werken unterstützt. Das war eine Vorbereitungszeit von über 2 Jahren. Dass hier so eine ganze Anzahl von wichtigen Exponaten zusammengekommen sind, ist etwas ganz Außergewöhnliches und macht diese Ausstellung schon an sich sehenswert. Und, was viele auch erstaunen wird, wie wirkungsmächtig, wie präsent, wie wuchtig eigentlich allein schon diese Skulpturen auf uns als Betrachter wirken. Und ich glaube, dem sollte man sich in keinster Weise entziehen, sondern das muss man erlebt haben.